wunderschönen guten Tag hier aus Berlin, aus dem Literaturhaus. Und mein Gast heute, die ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Antje Vollmer. Ich grüße Sie. Guten Tag, muss ich so laut sprechen? Achso, nee, ich schreie immer. Unser Thema ist, und das haben Sie vorgeschlagen, es gibt immer einen Ausweg. Und ich finde das schön. Gibt es denn einen Ausweg für Europa? Naja, also wenn man nicht an dumme Sätze glaubt, also der Satz, stirbt der Euro, stirbt Europa, ist Granatendorn schon immer gewesen. Europa gab es lange vor dem Euro. Und wenn der Euro scheitern würde, würde es Europa auch noch geben. Jedenfalls die Kultur, die Völker, die Traditionen, die Geschichte, den Kontinent, die Geschichte seiner Kriege, sein Sozialstaatsmodell. Eine Menge. Deswegen wird es auch ganz sicher für Europa einen Ausweg geben, ob es jetzt aus dieser Euro-Krise eingeht. Da habe ich zunehmend Zweifel. Wie konnte es so weit kommen, Frau Vollmer? Also ich glaube, ich habe jetzt natürlich viel nachgedacht. Ich bin jetzt ja auch überwiegend Zeitungsleser, nachdem ich Fernsehen und Talkshows kaum noch gucke. Ich glaube, wir müssen mal die Zeit nach 1990 reflektieren. Und ich glaube, politisch ist es ganz und gar eine Zeit gewesen, in der man nur noch Politik für Eliten macht. Eliten aus dem Westen, die hatten natürlich freie Bahn mit dem triumphalen Sieg des Kapitalismus, neue Märkte zu erobern, jede Menge neue Posten, neue Strategien zu entwickeln und keinen ernsthaften Gegner mehr zu haben. Das war schon mal klar. Aber es war auch eine Elitenpolitik für die neuen Eliten aus dem Osten, die das wahnsinnig genutzt haben. Zu den Eliten zähle ich übrigens Angela Merkel und Jochen Gauck. Also die haben ihre Chance genutzt, die haben ihr Terrain gefunden. Aber in beiden Teilen sind also 70-80% der Bevölkerung völlig aus dem Blickfeld geraten. Ist es denn anders bei den Grünen gelaufen, Frau Vollmer? Nee, bei den Grünen gab es eine ähnliche Entwicklung und gab es auch neue Führungsgruppierungen, die teilweise in der Wirtschaftspolitik neoliberale Positionen übernommen haben. Aber ich sehe das in der ganzen Breite. Ich sehe das auch in den Medien zum Beispiel. Also wenn wir jetzt diese Euro-Krise sehen, dann ist das ja fast, übrigens auch in der Kriegsfrage, fast immer eine Monokultur. Also das sind immer sehr kesse Formulierungen, sehr stark moralisch aufgeladen, sehr stark mit dem Bewusstsein, man kann überhaupt nur in eine Richtung denken. Wer anders denkt, ist von gestern oder kommt aus der 68er-Zeit oder kommt aus der alten, vermufften Bundesrepublik mit ihrem überholten Sozialstaatsmodell und so. Das fällt mir auf. Und in dieser politischen Monokultur, dieser politischen Eliten aus Ost und West und in dieser Medienkultur erscheint es immer so, als könnte es, und deswegen war das auch die Jahrzehntformulierung von Angela Merkel, als sei das alles immer alternativlos und könne gar nicht anders sein. Und selbst so ein Satz wie stirbt der Euro, stirbt Europa, wird ja erstmal geglaubt. Der gilt als Jahrzehnt Zusammenfassung von dem, was gerade so passiert und was man nur einseitig deuten kann. Und da, finde ich, muss man mal wieder anfangen zu sagen, dass das alles Meinung in dem Fall von den Kriegsgewinnern des Kalten Krieges ist. Also jeder Krieg hat seine Kriegsgewinner und der Kalte Krieg hatte auch seine Kriegsgewinner. Da ist die Frage Widerstand. Das ist etwas, womit Sie immer zu tun hatten. Ja. Sie waren bei den Grünen, haben nicht bei den Fischerchören mitgesungen. Auch nicht bei den Trittinchören. Wie leicht ist es denn zu widerstehen? Also, Tatsache stimmt, dass ich teils aus intellektuellen Gründen und teils, weil ich glaube ich schon eine Entspannungs- und Versöhnungspolitikerin bin, also fast immer Polarisierung widerstanden habe oder diesen Zwang, folge der einen oder der anderen Fahne. Also folge den Realos, folge den Linken, meistens übrigens folge den Führern dieser Gruppierung, den Männern. Aber der Hauptgrund war, dass ich immer finde, dass das dann zu dumm wird. Also die meisten Dinge, die ich erlebe, denke ich, kann man
55-45% so oder anders sehen. Und wer nur auf der einen Seite steht, sieht die Berechtigung oder die richtigen Einwände der anderen Seite nicht. Und dann wird meistens das nicht begründet mit dem, dass es intellektuell überzeugend ist oder dass die Lösung sehr kreativ ist, sondern damit, dass auf dieser oder der anderen Seite die höhere Moral liegt und dass man deswegen gar nicht dagegen sein kann, wenn man bei den Guten sein will. Dieser Zwang war bei den Grünen sehr stark. Also die Grünen haben sehr viel und wir haben ja auch einen dicken Polster an moralischen Anfangsüberzeugungen gehabt. Aber das ist dann auch zunehmend in den Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Flügeln so ausgekämpft worden, dass man beweisen muss, dass man die moralische Frage gewinnen kann. Es schauen ja auch jüngere Menschen zu. Und ich erlebe immer mehr, zumindest lese ich es öfter bei jüngeren Menschen, dass sie sagen, ich vertraue der Politik nicht mehr und schon gar nicht den Politikern. Also wenn die Grünen die Guten sind und die halbe letzte Bundesregierung unter Schröder arbeitet jetzt für Energieversorger, wenn das die Guten sind, wie schlimm müssen denn die Schlimmen sein? Also können Sie jungen Menschen überhaupt noch empfehlen, sich in politisch zu engagieren, erstens und erst recht in politischen Parteien? Ist schon schwierig, weil man meistens erst durch die eigenen Erfahrungen weiß, unter welche unglaublichen Zwänge und Druckmöglichkeiten man kommt. Also das ist ja beispielsweise in so einer Frage Afghanistan-Einsatz oder jetzt Euro-Rettungsschirm. Darf man überhaupt erstmal anders denken und dann dagegen stimmen? Und wenn man dagegen stimmt, was heißt das für die Gruppe und was heißt das für die eigene politische Zukunft und so? Also es ist viel Nötigung in der Politik im Spiel und das sollte man vorher wissen, wenn man reinkommt, weil man wissen muss, ob man stark genug ist, so einen Druck. Zum Beispiel wie der Ströbele, dem Sie den Listenplatz weggenommen haben und er es trotzdem geschafft hat. Ich habe Ströbele keinen Listenplatz weggenommen. Das war Werner Schulz, ja. Ja, das waren nun aber in dem Fall auch ehrlich gesagt zwei Persönlichkeiten, die beide ihre eigene Geschichte hatten. Okay. Das würde ich mal sagen, das war ein offener Kampf gewesen. Okay. Aber ich merke, Sie schmunzeln, das habe ich auch im Vorgespräch gemerkt, Sie schmunzeln viel über die mittelalten Geschichten, was da gelaufen ist. Also es ist noch sehr viel Herz in dieser Partei und sie verbindet noch sehr viel mit den Grünen. Eigentlich, ich habe über die Grünen eine große Chance gekriegt, ziemlich überraschend. Ich war ja nicht mal in der Grünen Partei und das war eine kreative Möglichkeit, auch Politik zu machen und große Themen zu behandeln zum Beispiel. Das war damals schon eine Frage, an der die Republik fast zerbrochen wäre, das Thema Terrorismus und wie man damit umgeht. Also das konnte ich nur, weil ich da war. Aber meine Geschichte mit den Grünen ist eine Geschichte von ständigem Dissidententum und auch von ständigen Kämpfen mit den Großkörpern und vielen, vielen Niederlagen. Es ging ja um den Druck. Also das war zum Beispiel ein riesengroßer Konflikt damals bei der Vertrauensfrage, da ging es ja um Afghanistan, und dass ich gesagt habe, die Mehrheit der Bevölkerung, 60-70%, sind gegen den Afghanistan-Krieg. Und das trotz ständigen Medienbombardement und trotz Einheit aller politischen Akteure, das müssen wir machen. Wenn nicht mal die Grünen und nicht mal die Sozialdemokraten wenigstens anteilsweise diese Bevölkerungsmeinung im Bundestag vertreten, sondern wenn wir gigantische Mehrheiten für den Kriegseinsatz haben, das macht auf Dauer das Vertrauen in den Parlamentarismus kaputt. Also ich bin nicht der Meinung, dass ein Abgeordneter immer erst Meinungsumfragen haben muss und sich daran halten muss. Aber starke Bevölkerungsmeinungen müssen im Parlament in vertrauenswürdigen Personen vertreten sein. Sonst geht das schief mit dem Parlament und das ist auch dieses Gefühl, was ich habe, man redet nur noch für Eliten und man agiert nur noch für Eliten und nimmt also die Bevölkerung und ihre Meinung nicht ernst, obwohl sie das nun so mit solcher Vehemenz kundtut. Bei dem Rettungsschirm ist es jetzt ganz genau dasselbe. Also wir haben Mehrheiten in fast vordemokratischen Höhen und 90%, die dazu stimmen. Und das bedauere ich jetzt in dem Fall auch bei Sozialdemokraten und Grünen, dass sie das nicht angreifen. Und wenn man sich jetzt die Argumente anhört, ich bin keine Expertin in dem Gebiet. Ich würde mir das auch in letzter Sachkompetenz nicht zutrauen.
Aber was ich lese, finde ich, dass im Augenblick die Kritiker mehr überzeugen als die Befürworter, weil die Befürworter nur sagen, ihr müsst das machen, damit Europa gerettet wird. Es wird ja noch machiavellistische Politik gemacht, wenn so ein Franz Schäffler in der FDP oder ein Bosbach in der CDU, ist ja unglaublich, wie dann eben da Exempel statuiert werden und ihren Kopf kleiner gemacht werden. Also ist das der Politikstil, der noch irgendwie zu diesem Jahrhundert passt? Ich finde nicht, aber also es erinnert mich an die Argumentation damals bei der Schröder-Vertrauensfrage. Da war ich ja auch eine der Betroffenen, die unter Druck gesetzt wurde. Weil damals wurde dann auch noch gesagt, also auch da war das ja so, dass die Mehrheit ja sowieso feststand. Aber es war sozusagen, die Abgeordneten der Regierungsfraktion mussten der Ehrencordon für den Kanzler sein. Der musste seine eigene Mehrheit, also seine eigene Potenz belegen können, dadurch, dass er seine Fraktion zu Paaren treibt. Und die Einwände, sei es mein Einwand, wir müssen auch den Widerspruch in der Bevölkerung repräsentieren, wir haben selber Zweifel, also das wurde alles beiseite gewischt, weil es das Wichtigste war, dass die Regierung Handlungsfähigkeit und Kanzlermehrheit herstellen muss. Bei Angela Merkel jetzt genau dasselbe. Und das sind nun wirklich nur demokratische Ehrenbegriffe oder Potenzgehabe oder Machtpolitik, die aber natürlich dann mit starkem Druck auf die Leute reagiert. Das, glaube ich, macht auf Dauer den Parlamentarismus unglaubwürdig und dann kann man zwei Sachen machen. Man kann sagen, dann brauchen wir mehr Instrumente der Volksabstimmung, damit der Wählerbevölkerung auch deutlicher wird. Oder man kann sagen, Karlsruhe muss es richten. Also das Bundesverfassungsgericht muss dann eingreifen. Nicht alle sind bei Gazprom. Hertha Däumler-Gmelin probiert es ja gerade. Zum Beispiel, ja. Ja, aber das ist nun natürlich, also es ist auch nicht ganz unproblematisch, wenn wir eine Richterdemokratie werden, weil das erfüllt manche Sehnsüchte von Menschen, dass die letzten Weisen in einem hohen Gremium von freien Menschen sind und dass die dann das ganze Elend unter sich wieder zurechtrücken müssen. Das kann auch schiefgehen. Also wenn wir nur darauf vertrauen könnten, dann wird die Wahl der Richter immer mehr politisiert werden wie in Amerika und dann wird man sagen, also da muss die arme Regierung, die es ja doch so schwer hat, dann auch gucken, dass sie dann auch die Mehrheit bei den Richtern wiederherstellt. Also dann würde dieses schöne Instrument, was das Bundesverfassungsgericht ganz sicher ist, würde dann auch unter ziemlich starken politischen Druck kommen. Deswegen glaube ich im Moment, also es gibt immer einen Ausweg, gibt es einerseits die Hoffnung auf Karlsruhe und es gibt die Hoffnung auf Volksentscheide, die im Moment aber nicht mal Prophet spielen sollen. Die würden gegen den Rettungsschirm ausfallen. Das fürchten, glaube ich, die Parteien auch, weswegen sie auch keine Volksabstimmung machen zum jetzigen Moment. Dankeschön. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe, Frau Vollmer. Und würde mich freuen, wenn Sie drei kurze Assoziationen hätten. Krieg ist das Allerschlimmste, was es gibt. Ist in seinen Ergebnissen unumkehrbar. Hat meine ganze Jugend mit so einer Düsternis überschattet, traumatisiert Generationen mit Rachegefühlen, mit vertriebenen Traumata und bringt keineswegs immer die Guten auf die Seite der Sieger. Frieden. Ja, Frieden ist am stabilsten, wenn der Krieg gerade vorbei ist und die Leute das noch wissen und noch in den Nerven und in den Erinnerungen haben, ist für mich vielleicht das Gefühl, warum ich finde, ich bin doch ein glücklicher Mensch, so lange gelebt zu haben, Politik machen zu können, Fehler, Irrtümer, kreative Sachen und immer ist noch Frieden. Aber ich finde ihn bedrohter als in den 70er, 80er Jahren. Dritter Begriff, Liebe. Leben. Liebe. Liebe gehört für mich in kein einziges Interview rein. Nicht mal mit Ihnen. Ich danke Ihnen sehr, Frau Vollmer, für dieses Gespräch und wünsche Ihnen so viel Erfolg, Frieden und Liebe in allem, was Sie tun. Dankeschön. Und ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Und das Thema vom nächsten Mal ist über Gott und die Welt mit meinem Gast Gregor Gysi. Bis zum nächsten Mal.